Jo Freunde, das Thema Samra und Nika Irani ist wohl immer noch nicht komplett vom Tisch. Ja, es gibt leider immer noch nicht hundertprozentig grünes Licht, ja, ob Samra jetzt das ganze Ding via Gericht gewonnen hat oder nicht. Ja, das ganze Ding hat auf jeden Fall von vornherein eigentlich die Shirin David so wirklich groß gemacht. Ja, mit ihrer Reichweite hat sie das ganze Thema nochmal ein bisschen aufgerissen. Ja, viele Rapper fordern jetzt auf, dass Shirin David sich dazu äußert und sich gerade macht oder sich dafür entschuldigt, dass sie direkt Samra ohne Beweise, ohne nichts einfach beschuldigt hat. Ja, Rapper Jigsaw möchte via Instagram einiges dazu sagen. Wir schauen uns gerne mal die kleinen Einschnitte an und wir hören uns gleich auf jeden Fall nochmal kurz. Ich habe damit nichts zu tun, aber eine Sache will ich loswerden. Aus Respekt zu den Frauen, die sexuell misshandelt worden sind und Männer, die ihre Karrieren mit Blut und Schweiß aufgebaut haben und für ihre Familie alles tun, bin ich dafür, dass diese Frauen, die sowas vortäuschen, die gleiche Strafe kriegen wie der Vergewaltiger. Ich bin dafür, dass sie genau die gleiche Strafe kriegen. In Deutschland ja, sind es vielleicht Bewährung, aber immerhin. Dennoch, es sollte so sein. Die sollten die gleiche Strafe wie der Vergewaltiger kriegen. Ekelhafte Sache. Drecksperr. Wirklich null auf Beef aus, ich habe das wirklich null nötig, ja. Ich bin im Reinen mit mir selber, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich kann. Das hat null damit zu tun, dass ich eine Person jetzt hate. Aber mach dich gerade. Wallah billah, mach dich gerade. Wie gesagt, ich habe sowas nicht nötig. Meine Karriere läuft, Alhamdulillah, gut zurzeit. Besser als zuvor, ja. I live in paradise, Chokshukur. Aber was ich erwarte ist, mach dich bitte gerade. Mach dich bitte gerade. Mit deinen Vorurteilen, mit deinem was weiß ich was. Ja, Freunde, wie seid ihr drauf? Was ist eure Meinung zu der ganzen Sache? Seht ihr das genauso wie Jigsaw? Sollte sich Shirin David dafür entschuldigen bei Samra oder nicht? Oder sollte sich wirklich weiterhin einfach so auf stumm stellen und einfach alles andere machen, nur nicht sich dafür entschuldigen? Schreibt mir gerne eure Kommentare. Ich würde es mir gerne durchlesen. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin am Start gewesen seid. Ich wünsche euch was. Peace and out.